wenn die Impfrate verdoppelt würde, würde das mit Sicherheit helfen. Denn Sie können eigentlich auf der Basis der Zahlen, die wir heute vorliegen haben, also etwa 6.000 Krebsfälle an Gebärmutterkrebs pro Jahr und etwa 1.700 Frauen, die daran sterben später, können Sie auch bei guten Vorsorgemaßnahmen, also etwa bei der Durchführung des Pap-Smears, diese Zahlen nicht mehr wesentlich verringern, weil dort etwa 20-30% der Gebärmutter als Krebserkrankung und der späten Vorstufen doch nicht richtig erkannt werden. Insofern hat es also seine Bedeutung, die Impfung sehr frühzeitig durchzuführen. Der Impfschutz dauert lange. Wir wissen heute, seit der Einführung der ersten klinischen Versuche sind etwa knapp 10 Jahre vergangen inzwischen, dass mindestens über diesen Zeitrahmen der Impfschutz anhält. Ich gehe davon aus, wenn man die Daten vergleicht mit dem, was bei der Hepatitis B-Schutzimpfung etwa erhalten wurde, dass vermutlich der Impfschutz noch bis 15 oder 20 Jahre dauern wird, aber das werden wir prüfen müssen und dann wird man überlegen, wann man sinnvollerweise eine Boosterimpfung, also noch eine zusätzliche Spritzung vornimmt, um wieder die Antikörperspiegel dann deutlich zu erhöhen.